Hallo, willkommen zum Workout Nummer 7. Wie immer wartet auf euch eine Warm-up-Übung und 7 intensive Bodyweight-Fit-Übungen. Viel Spaß, bleibt dran, macht mit! Erste Übung startet, und zwar ist es ein Squat mit abwechselndem Seitlift der Beine, mal rechts und mal links. Wir gehen dabei so tief wie möglich nach hinten unten in den Squat und spreizen dann das Bein weit nach außen ab. Ich zeige dir jetzt ein paar Armvarianten, die du auch noch mit integrieren kannst, wenn dir die Armposition zu langweilig wird. Für die nächste Übung gehen wir auf den Boden. Du kennst sie schon, der Sit-Up mit abwechselndem Boxschlag rechts oder links. Roll dich fließend auf und ab, atme am besten bei der Aufwärtsbewegung aus und nach unten ein. Wichtig, ramme die Fersen fest in den Boden und lasse die Füße wirklich gut im Boden verankert. Okay, unsere nächste Übung kommt aus dem Tanzbereich, ist aber für jedermann gut geeignet, um die Wadenmuskulatur und die Stabilisation zu trainieren. Wir gehen in eine weite Kretschposition, setzen uns nach unten ins Plié, der Oberkörper, der Rumpf bleiben komplett gerade und jetzt liftest du dich hoch auf den Fußballen, bleibst hier, streckst die Beine und setzt erst dann bei der Abwärtsbewegung die Fersen wieder tief. Diese Übung, du merkst schon, trainiert richtig gut dein Gleichgewicht und versuch dich wirklich stabil und geradlinig nach oben hochzudrücken. Finde deinen Rhythmus und vor allen Dingen spann fest Bauch- und Rumpfmuskulatur an. Kommt als fünfte Übung eine Übung für unsere Rückenmuskulatur. Wir legen uns in Bauchlage, sehr ausgestreckt und lang, liften gleichzeitig Arme und Beine gestreckt an und führen dann mit unseren Ellenbogen eine Ruderbewegung zum Hosenbund nach unten aus. Spüre bei dieser Übung richtig, wie du deine komplette rückwärtige Muskulatur aktivierst, die großen Rückenstrecker, die Po-Muskulatur, deine Schultermuskeln rudern tief nach hinten unten und deine Beine sind lang, geschlossen und gestreckt.
Wir bleiben für die nächste Übung am Boden im Vierfüßlerstand, liften jetzt unsere Knie aus der Position wenige Zentimeter vom Boden und führen abwechselnde, stabile Kickbacks rechts und links nach hinten aus. Du siehst, ich bleibe die ganze Zeit in der stabilen Position. Meine Knie schweben knapp oberhalb der Matte und das fordert enorm deine Bauch- und Rumpfmuskeln und zusätzlich trainierst du die Beinrückseite und den Po. Gib Gas, viel Spaß! Jetzt folgt eine sehr bekannte Übung und zwar ist es der klassische Hampelmann, der Jumping Jack. Du springst mit guter Stoßdämpfung nach außen und innen und bewegst die Arme mit. Zu deiner Info, sollte dir das Springen zu anstrengend werden, kannst du auch einfach die Füße seitlich auftappen, das heißt nicht springen, nur zur Seite tippen als Alternative. Okay, als Endspurt habe ich für dich eine Plank-Kombination. Du gehst in den klassischen Unterarmstütz, ziehst jetzt viermal in den Spider-Man-Plank. Das heißt, die Knie außen rotiert zu den Ellenbögen. Ruhige Atmung, schöne stabile Linie. Und dann drückst du dich mit dem rechten Arm nach oben, mit dem linken Arm, mit dem rechten Arm wieder tief in die Plank-Position und links. Wieder Spider-Man-Plank. Für 4 Wiederholungen. Danach startest du mit der anderen Armseite, dich nach oben hoch in den Handplank zu stützen. Wechsel jeweils immer einmal rechte Hand nach oben drücken, einmal linke. Wenn du die Plank-Varianten nicht machen möchtest, hältst du einfach als Alternative im klassischen Unterarmstütz für den Rest der Zeit. Sehr gut. Es folgt wie immer unser Cooldown. Wir pendeln einfach nur locker mit den Armen tief. Und nach oben hoch. Atme ruhig ein und aus. Lass erstmal alles schön locker. Verlagere dich jetzt auf ein Bein und zieh das andere in die Dehnung. Deinen Fuß sehr dicht am Po. Der Arm liftet sich nach oben. Atme ruhig ein und aus. Dieses Bein vor dir auf die Ferse stellen. Die Arme ziehen tief. Die Arme ziehen hoch und die Ellenbögen ziehen nach unten. Noch einmal und wechsel dann die Seite. Anderes Bein in die Oberschenkeldehnung. Ruhig atmen. Wir versuchen hinter uns den Fuß zu greifen und stellen dann auch diese Ferse steil auf den Boden, die Arme tief nach oben. Und Schulterzug nach hinten unten. Sehr schön. Woo!